Vielleicht können Sie sich noch an den legendären Camping-Song des Musikkabarett-Duos Piron und Knapp erinnern. Letztlich geht alles schief und die beiden sind vom Camping geheilt. Nicht so in unserer heutigen Folge von Daheim unterwegs. Sie führt ins Zirbenland. Kein Weg ist den Gästen dort zu weit, um auf einem europaweit einzigartigen Campingplatz die absolute Ruhe zu genießen. Barfuß gehen, das ist Freiheit pur, typisch Campingplatz halt. Anfang der 20er Jahre ist man auf den Geschmack gekommen und seither hat das Campieren nichts an seiner Faszination verloren. Ganz im Gegenteil, in der Steiermark erlebt man eine Camping-Renaissance, vor allem hier auf einem ganz besonderen Campingplatz in Fisching, dem europaweit einzigen 50-plus-Campingplatz. Es ist hier ja herrlich im Zirbenland, ja, 50 plus Camping, Ruhe. Das ist vor über 10 Jahren entstanden, die Idee, Europa wird älter, war die große Aussage. Wir haben gesagt, okay, wir werden uns spezialisieren, sowas gibt es in der Steiermark noch nicht. Und dann haben wir also vor 12 Jahren ganz genau den ersten 50 plus Campingpark der Steiermark eröffnet und sind also mittlerweile ganz gut belegt. Dürfen Sie überhaupt schon auf einen 50 plus Campingplatz? Dankeschön. Wir sind 46 und wir suchen Ruhe. So, dafür, wir kommen zu hier. Eine Woche mit den Enkeln auf einem Kindercampingplatz und jetzt eine Woche Entspannung auf einem 50-Fuß-Campingplatz. Kochen, putzen, waschen, stricken, das gehört zum Campingmann. Ich will alle Frauen zeigen, was ich alles kann. Was ist der typische Urlaubscamper eigentlich für einen Mensch, deine Erfahrung? Also generell das, was wir sehen, ist sehr kulinarisch verliebt. Das trifft sich natürlich in der Steiermark ganz gut. Bei uns also jetzt im Murtal und auch im Zirbenland haben wir das neue Nims-Radnotensystem. Da ist natürlich der Radfahrer gefragt. Er wandert sehr gerne. Also es ist so ein Genussmensch eigentlich. Und das trifft sich bei uns herum im Murtal ganz gut. So lässt sich's leben, oder? Ja, doch. Also gemütlich, entspannt. Ich sage, mein eigenes Hotel, mein eigenes Bett. Ne? Ich habe mir dazu gebraucht. Er wollte ja nicht am Anfang, weil das ist ja meine Schwester und mein Schwager. Die haben mich zweimal mitgenommen. Und dann habe ich meinen Mann überredet. Spaß auf dem Campingplatz. Man weiß ja von den Campern, sie lieben keinen Zwang. Das liegt wie bei den Trampern an ihrem Freiheitsdrang. Einerseits ist es Freiheit, aber andererseits gibt es nirgends so viele Regeln wie auf einem Campingplatz. Von Mittagspause, Nachtruhe und so. Okay. Aber man kann jederzeit woanders hinfahren. Das ist das Schöne dabei. Spaß auf dem Campingplatz. Spaß auf dem Campingplatz. Spaß auf dem Campingplatz.